So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Knights of the Old Republic. Ja, wir sind hier jetzt mit dem U-Boot angekommen. Irgendwie ruckelt es gerade an der Stelle so ein bisschen, wenn ich... Na gut, kann an der Kameraführung liegen. Ich glaube nicht, dass das Spiel... Das ruckelt so ein bisschen. Woher kommt das? Wie seid ihr hierher gekommen? Haben sie noch ein U-Boot geschickt? Rasch, wir müssen hier raus, wir müssen von hier weg! Oh, trägt einen Schorkstab. Okay, warum? Was ist geschehen? Nein, nein, wir haben keine Zeit. Wir müssen jetzt gehen. Ich konnte die Tür schließen, nachdem sie alle anderen eliminiert haben. Aber ich weiß nicht, wie lange sie halten wird. Was ist hier geschehen? Die Selkas sind durchgedreht. Sie haben begonnen, alles zu eliminieren, was sich bewegt. Jemand muss auch das Verteidigungssystem ausgelöst haben, weil die Droiden ebenfalls aktiviert wurden. Ich war einer der Söldner, die Republik hier heruntergeschickt hat, um herauszufinden, was geschehen ist. Wir kamen hier an und haben die ersten paar Räume gesichert. Überall waren Leichen. Und dann sind die Selkas gekommen. Sie haben gekreischt und mit ihren kleinen Fischmäulern piepsige Kriegsschreie gerufen. Piepsig passt jetzt eigentlich nicht so zu Ihnen. Was ist mit den Wissenschaftlern geschehen? Sie sind tot. Alle sind tot. Sie sind wie ein Schwarm über uns hergefallen. Es war unmöglich, sie aufzuhalten. Wir sind gerannt. Doch es hat kaum jemand geschafft. Ich habe die Tür hinter uns verriegelt, aber die anderen waren bereits im U-Boot abgehauen. Die Haie, die Phyraxer da draußen und... Schlimmeres. Ich hörte eine Explosion, kurz nachdem das U-Boot abgelegt hatte. Sie haben es nicht geschafft. Jetzt sind sie Futter für die Haie und Selkas. So wie wir. Puh, schwierige Situation gerade. Ich muss in die Station. Nein. Ich habe die Tür versperrt, damit die Selkas nicht hier herein können. Wenn ihr sie öffnet, sind wir alle dran. Ich habe keine Wahl. Wenn ihr da hineingeht, seid ihr erledigt. Eure ganze Gruppe. Wenn ihr sterben wollt, dann geht nur. Ich werde nicht um euch trauern. Ich bleibe hier in Sicherheit, bis ein echter Rettungstrupp kommt. Mutig ist anders. Toller Söldner. Okay, Antidot-Kits. Wir werden vorbereitet. Schallgranaten, auch nicht schlecht. Ansonsten können wir hier, glaube ich, nichts machen. Ah ne, da ist eine Feldkiste. Super. Ich weiß nicht, warum das Spiel hier gerade so ruckelt in dem Raum. Also es liegt definitiv nicht daran, dass mein Rechner zu schlecht wäre. Ach du Heilige, was ist denn hier passiert? Das sieht etwas eingestürzt aus. Zumindest glaube ich nicht, dass das so muss. Und hier liegt auch noch wer. Würde ich mal sagen, der hat, ja, der hat's hinter sich. Gut, dann, habe ich die Feldkiste übersehen? Tatsache, nochmal Antidot-Kits. Klingt so, als würde es hier ziemlich viel Gift geben. Das Spiel bereitet uns ja vor, normalerweise. Ausrüstungspakete. Wow, was schwimmt denn da lang? Thermaldetonator, Credits, Credits und Credits. Okay, sonst liegt hier nichts. Aber die Viecher, die da draußen rumschwimmen, das hat schon was. Okay, hier ein toter republikanischer Soldat. Fängt ja super an. Tür, eine Feldkiste. Erstmal die Feldkiste. Computer, sondern schauen wir doch mal ins System. Wir haben 5 Sonnen, okay. System wird geladen, fertig. Befehl eingeben. Erstmal hacken. Sehen wir uns bei dem zentralen Lagerraum an. Okay. Komisch herumeiern des Selka. Gas in den Raum leiten, damit können wir den Kampf schon mal umgehen. Aber später. Westlicher Lagerraum. Hier sind 3 weitere Selka. Oh, da bräuchte man 3 Sonden für. Systemänderung. Ostkorridor B. Okay, hier sind Roboter, also Droiden.
Ach, man kann das Zielprogramm korrumpieren. Naja. Südkorridor. Wieder zwei Droiden. Sicherheitsraum. Och nee. Schild deaktivieren kann ich nicht. Dafür habe ich nicht genug Sonden. Sicherheitsanzugreinigung. Okay, da liegen nur ein paar Tote. Computersicherheitsraum. Steh mal drin. Wir können die Computerleitung überlassen und alle sterben. Nein. Ich würde sagen, wir brauchen das auch nicht mit dem Gas. Das wird nicht nötig. So. Hier kommen wir nicht durch. Das ist nur so eine Scheintür mal wieder. Gehen wir mal hier durch. Patrouillierende Droiden. Die uns noch nicht bemerkt haben. Moment, ich muss hier kurz ein Kabel ein bisschen zur Seite legen. Das liegt gerade etwas blöd von vom Mikro. Das hört ihr vielleicht ein bisschen. So, Kabel umgelegt, wenn auch nicht im Sinne von getötet. Ja, komm. Drauf. Wir brauchen jetzt ein bisschen Punkte und Stärke. Ansonsten können wir uns mit Nahkämpfern echt nicht so richtig anlegen. Also wir machen zumindest keinen Schaden im reinen Nahkampf. Hm. Aber. Level up. Fähigkeiten. Überreden ist mir immer noch wichtig. Sicherheit, wobei heilen brauchen wir definitiv auch. Kräfte, was können wir machen? Machtwirbelsturm. Dieser Mahlstrom aus Luft und Staub fügt der Zielperson alle 2 Sekunden ein Drittel der Erfahrungsstufe des Angreifers Schaden zu. Nach dem Angriff ist das Opfer 12 Sekunden lang kampfunfähig. Für einen erfolgreichen Reflexrettungswurf wird der erlittene Schaden neutralisiert und der Angegriffene bleibt einsatzfähig. Droiden mit Energieschäden sind gegen derartige Angriffe immun. Trotzdem, geile Fähigkeit. Ich könnte natürlich auch hier so Sachen wie die Gans. Macht unterdrückt, Macht Bruch. Was ist das eigentlich? Ach, man kann Machtangriffe neutralisieren. Das ist gut. Hier der Lebensentzug und das Todesfeld sind natürlich dunkel. Die Blitze sind natürlich auch entsprechend dunkel. Angst ist dunkel. Langsam ist dunkel. Ja, stimmt, Johanni hat tatsächlich ein paar dunkle Fähigkeiten. Verwunden ist dunkel. Also verwunden, würgen, töten ist auch wunderbar. Dann Droiden betäuben. Normales Betäuben. Geist verändern. Das müsste ich eigentlich auch mal skillen. Das heißt, ich kann dann Gespräche quasi, so diese Sachen, du willst mir keine Killersticks verkaufen, so in etwa. Ich glaube, ich muss leider tatsächlich das Feld nochmal wieder wegnehmen. Das brauchen wir eigentlich. Was können wir hier mitmachen? Geist kontrollieren. Damit kriegt man noch zusätzliche Gesprächsoptionen. So, hoppla. Ich habe 2 Punkte, okay. Das heißt, ich kann das direkt noch dazu nehmen. Das war schon nett. So. Da vorne weitere Druiden. Ich würde sagen, dann kümmern wir uns erstmal um den da. Machtstoß, danach angreifen. Wie immun. Sind die immer gegen sowas immun? Ach, da ist eine Tür, die man knacken kann. Aber erstmal, wir sehen uns natürlich überall um. Aber bevor ich durch Türen gehe, wir kennen das ganze Jahr, weil wir wussten ja, was bei der Sith-Basis war, ne? Erinnern wir uns. Erstmal zwischenspeichern. Verrückte Selka. Die greifen mit bloß die Gift. Na egal, Gift können wir heilen. Wir brauchen eigentlich gar keine Antidot-Kits. Wir müssen angreifen, Junge. Lasst es uns schnell erledigen. Unter damit. Jo, läuft. Ach, da ist noch einer. Umstoßen, angreifen. Er hat es nicht anders gewollt.
nicht anders gewollt. Wir müssen natürlich auch treffen, aber... Und Gift geheilt. Ja gut, ich glaube, wir sollten mit unserem Hauptcharakter die Machtfähigkeiten echt für sowas aufbewahren. Robe eines Jedi Meisters und ein Siegelkristall. Moment. Was ist eine Robe eines Jedi Meisters? Ach wie, es gilt noch als Kampf? Jetzt aber, oder? Verteidigungsbonus 2, maximaler Geschicklichkeitsbonus plus 8. Na, wirklich besser sieht das, finde ich, jetzt auch nicht aus, aber... Hm. Das ist eine Tür, das ist eine Feldkiste, lass mich raten, Ersatzteile. Ja, Teile. Wir können ein bisschen patrouillieren lassen. Wir haben nur 3, ja komm, das können wir gleich lassen. Hier geht's mal wieder nicht durch. Ich überlege gerade, sind da mehrere Überreste? Nö. Das wird mir nur komisch angezeigt gerade. Angriffsdroiden. Ja, komm, wird schon. Haben natürlich erstmal Energieschilde, ist ja super. Ja gut, dann wären sie auch immun gewesen, wenn ich diesen anderen Kram genommen hätte. Fehlt. Und augenscheinlich bin ich hier gerade auch eher am Tanken. Also zumindest den einen. Die anderen übernehmen den anderen. Och, die haben ihn auch schon platt gemacht. Aber dafür, dass er einen Angriff gibt, ist der äußerst selten. Und wenn der Schild weg ist, ist er auch so ziemlich sofort tot. Ja gut, wenn man Droiden jetzt... Wenn man sagt, man kann Droiden töten und nicht einfach nur zerstören. Das ist ja wieder so eine Sache. Betrachtet man eine künstliche Intelligenz beispielsweise als Lebensform. Finde ich ein sehr interessantes Thema. Also sonst die Kisten kann ich nicht ansehen. Nö. Ach, wieder verrückte Selka. Ich wusste nämlich, dass Selka giftig sind. Das ist eine seltsame Sache. Diese eigenartigen Schüsse von denen. Was ist das? Ach, eine Mine. Ja, wir... Metzeln uns gerade durch. Ach komm, heil ich mal. So, war auch perfektes Timing, ja, toll, wieder vergiftet. Vielleicht muss man echt den verbesserten kritischen Angriffsskill, ansonsten sind wir im Kampf echt komplett nutzlos. Memo eines Forschers und ein Schallgenerator. Was können wir denn damit machen? Oder ist das die Waffe, die sie da abfeuern? Nö, Schallgenerator ist irgendein Item. Gucken wir doch mal durch. Memo eines Forschers. Ich habe in einer der Werkstätten ein nützliches kleines Gerät gegen die phyraxischen Haie konstruiert. Ne, phyraxanischen, Entschuldigung. Es handelt sich dabei um einen Schallgenerator, der sie eigentlich vertreiben müsste. Der Schall scheint sich unter Wasser wesentlich besser fortzupflanzen als in der Luft. Wenn wir das Gerät an unseren Schutzanzügen anbringen, genügt ein Knopfdruck, um die Haie zu vertreiben. Jetzt bin ich wirklich gespannt, wann ich endlich meine Gehaltserhöhung bekomme. Carl Jordan. Das heißt, das ist irgendein Questgegenstand weiter unten. Na egal. Wir haben jedenfalls den Schallgenerator. Das klingt aber auch danach, als müssten wir irgendwann mal nach draußen. Hier sind einfach nur Türen. Oh. Haben wir eine Ionengranate? Nein. Na komm, werfen wir einmal eine Splittergranate. Der Schild ist weg, glaube ich. Oder auch nicht ganz. Aber eigentlich hat er keine Chance. Okay. Dann meinte der mich einfach mal anzuzünden, die Sau. Das ist ja was tiefer an, die Sau. Das ist echt nicht nett, Leute. Mensch.
dieser Druide. Der hält auch eine ganze Menge auf. Beendet mein Gegner, der ein bisschen was kann. Ich glaube, ich hau mal die Rittertapferkeit raus. Einfach ein paar verbesserte Rettungswürfe, kann nicht schaden. Ja, aber langsam wird es eng mit den Machtpunkten. Ich glaube, ob irgendwas bringt, um von hinten anzugreifen oder von der Seite. In manchen Spielen ist das ja so. Musst du dir im Leben haben, keine Ahnung. Bastila, was kannst du denn noch so machen? Druiden deaktivieren könntest du mal probieren. Hier bin ich. Und erstmal ein verbessertes Medikit. Auf jeden Fall hat sie den gut betäubt. Jetzt haben wir Unruhe. K. Starke Explosion Meister. Haust jetzt ein paar Mal raus. Der dürfte sich im Moment nicht wehren können. Auf geht's! Bastila. Zwei Angriffe weg. Zur Sicherheit ein normales Medikit einwerfen. Heilen kann, also kann kurieren. Klar, das habe ich ganz vergessen. Und danach nochmal deaktivieren, wenn es klappt. Das klappt echt gut. Kurieren hinterher. Wobei sie nicht halb so gut heilen kann wie wir. Ja, komm, den haben wir gleich. Was Tila betäubt, nur wieder, wenn er wieder aktiv wird. Was kann ich tun? Genau das kannst du tun, was Tila. Ja. Ja, komm, die letzten paar Lebenspunkte kriegen wir von ihm auch noch runter. Na also. Droppt er wenigstens was? Nö. Das wäre ja zu schön. Feldkiste. Splitter- und Schallgranaten. Und sonst gibt's hier einfach nichts. Ja, komm, dann einmal zwischenspeichern, bevor wir auch in den Raum gehen. Ach, hier. Toter Soldat. Arkanischer Energieschild, verbesserte Energiezelle. Großer Kein Problem. Spind. Verstanden. Zwei Geschicklichkeitsenhancer. Kann man sich schon mal gönnen. Verstanden. Hyperverfassungsenhancer. Ist da draußen jemand? Fischchen, Fischchen, Fischchen. Kommt ihr, um mich auch zu fressen? Ihr könnt mich aber nicht holen, kleine Fischchen. Nicht hier drinnen. Ich bin sicher hinter meinen Mauern. Ach, so eine Sache gibt's auch echt in vielen Rollenspielen, oder? So eine Szene? Wir wurden von der Republik geschickt, um zu untersuchen, was hier unten geschah. Untersuchen? Ihr seid doch wie die anderen Narren. Ihr seid Futter für die Selkaf. Wandelndes Fischfutter. Mampf, Mampf, Mampf. Wenn ihr schnell rennen könnt, geht ihr ja vielleicht als Fastfood durch. Als die Selkaf verrückt wurden und begonnen haben, alle aus dem Weg zu räumen, habe ich mich hier eingesperrt. Ich bin hier sicher, nichts kann mir hier drinnen wehtun. Kein Fischfutter für mich. Also, wir können fragen, warum sind die Selkaf durchgedreht? Überreden. Kommt heraus, wir beschützen euch für den Selkath oder mit der Macht. Ihr wollt aus dem Raum kommen, ihr wisst, dass es bei uns sicher ist. Oder ich schneide euch zu kleinen Fischstäbchen zusammen. Oder wenn ihr nicht herauskommt, lasse ich einfach hier drin versauern. Komm, wir probieren es erstmal mit normalem... Oder warum sind die Selkath durchgedreht? Das ist erstmal wichtig. Ich weiß es nicht. Fragt sie doch. Als der Dämon kreischte, erschütterte er jeden Verstand in der Station. Wir fielen zu Boden, überlebten aber. Die fischigen Fischchen wurden dadurch nur hungrig. Probieren wir es mit normalem Überreden.
Kommt heraus, wir beschützen euch vor den Selkar. Nein, 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 nein. Das haben die anderen auch gesagt. Söldner wie ihr. Aber sie sind tot. Die Selkar haben sie gefressen. Mittagshäppchen. Nur die im südlichen Teil der Station könnten noch am Leben sein. Da, wo das Kolto ist. Wenige Fischchen sind dort. Aber viele, viele Fischchen im Wasser dazwischen. Macht Überredung. Also ihr wollt aus dem Raum kommen. Ihr wisst, dass es bei uns sicher ist. Nein, 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 nein. Was? Das haben die anderen auch gesagt. Söldner, nur die im Nein, nein. Das klappt einfach nicht. Ja gut. Wenn ihr nicht herauskommt, lasse ich euch einfach da drin versauern. Tschüss, tschüss. Sucht nur nach Fischleuten. Sie fressen und beißen und beißen und fressen. Fischfutter, ja, das seid ihr. Spinner. Hab ich ansonsten... Oh ne, hier kann ich noch einen Schutzanzug. Nehmen. So, Sicherheit. Kein Problem. Verstanden. So, und noch Teile gefunden. Damit haben wir, glaube ich, hier alles. Oder habe ich den toten Soldaten schon... Jo, habe ich. Wunderbar, dann... Würde ich sagen, bevor wir dann hier durch die Tür gehen, mache ich erstmal Schnitt. Ich hoffe, ihr habt weiterhin Spaß im Let's Play. Lasst konstruktive Kritik, vielleicht ein Däumchen nach oben, da ich halte kurz noch das Tier da hoch. Ja, bis zum nächsten Mal. Cheerio!